Von oben betrachtet alles bestens beim FC Internationale in Berlin-Schöneberg. Ein Sportplatz voll mit fußballbegeisterten Kindern und ein Dach mit Solarpanelen. Doch wenn Gerd Thomas und Anton Kliszewski, der Vorsitzende und der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Clubs, aufs Dach ihres Vereinsheims klettern, steigt der Frust. Die Kabel sind ja gar nicht angeschlossen da, scheinbar. Scheint ja alles ganz schön vermoost, also da war schon länger keine Menschenhand mehr dran. Nee, also wir haben das jetzt tatsächlich in den letzten Jahren 7-mal angemahnt und bislang ist keiner gekommen. Also die wissen das, aber da ist dann Ämter-Jojo. Die Photovoltaikanlage ist kaputt. Das hat die Stadt zu verantworten, der das Sportgelände gehört. Und das ärgert sie bei Internationale, weil der Club die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in die Vereinssatzung übernommen hat. Und weil sie vom TÜV Rheinland auf Nachhaltigkeit zertifiziert wurden, als erster Amateurverein Deutschlands. Der Fußball muss genau wie alle anderen Bereiche auch bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen, die er ja propagiert, dass er die auch immer hat. Und wir sind beim FC Internationale eigentlich immer so gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns den Themen der Zeit stellen. Und Klimakatastrophe ist natürlich ein ganz gravierendes Thema. Für sein Umweltengagement ist der FC Internationale Anfang des Jahres mit dem Goldenen Stern des Sports ausgezeichnet worden. Überreicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wie einer der Ausgezeichneten des Vereins heute gesagt hat, wir wissen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, dann können wir auch kein Fußball mehr auf grünem Rasen spielen. Und insofern ist doch erkannt, wohin die Reise geht. Bei Internationale haben sie sich schon vor längerer Zeit auf den Weg gemacht. Mit Anton Kliszewski haben sie einen hauptamtlichen Nachhaltigkeitsbeauftragten als erster Amateurverein in Deutschland. Die Solaranlage ist nur ein Beispiel, wo der Verein nicht vorankommt, weil die Behörden zu langsam sind. Das heißt, wir haben so viel Sparpotenzial, so viel Reduktionspotenzial, was nicht ausgeschöpft wird. Und ja, das frustriert. Ortstermin. Sportstadtrat Tobias Tolase ist gekommen, um das Problem mit der Solaranlage zu erklären. Ja, wir haben jetzt ja das Problem, dass die Solaranlage seit über 3 Jahren nicht funktioniert und es kommt niemand. Es hat damit natürlich auch zu tun, dass Ausschreibungsverfahren laufen und nach meiner Kenntnis dann eben eine Firma dort ausgewählt werden musste, die preisgünstig ist, aber die Anlage wohl nicht von Anfang an mitgebaut oder betreut hat. Also man muss jetzt nochmal wahrscheinlich neu aufsetzen, nochmal nachhaken. Das kann wieder dauern, auch weil das Geld knapp und die Probleme riesig sind. Derzeit beträgt der Sanierungsstau bei Berliner Sportstätten knapp 1 Milliarde. Bundesweit sind es 32 Milliarden. Klimaschutz nachhaltig kostet auch Geld. Wir müssen hier investieren und da muss man erstmal Geld in die Hand nehmen. Und die Kommunen haben leider nicht diese Reserven, die es braucht. Allein hier in Tempelhof-Schöneberg haben wir einen riesigen Sanierungsstau. Fast 160 Millionen Euro brauchen wir, um unsere Plätze und Sportanlagen in den Zustand zu bekommen, wie sie wünschenswert wären. So, und das ist noch nicht mal nachhaltig klimagerecht gedacht, sondern es geht einfach darum, dass wir einen funktionierenden Kunstrasenplatz haben, der nicht mehr ganz ausgelaufen ist, dass wir, heile Sporthallen haben. Beim Deutschen Fußballbund wissen sie um diese Probleme, vor allem in Großstädten. Geldnot behindert den Kampf fürs Klima. Beim DFB ist Vizepräsident Ronny Zimmermann für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zuständig. Man wolle jetzt Druck machen auf die Politik, sagt er. Da versuchen wir wirklich die Themen jetzt bundesweit zu platzieren. Es ist natürlich schwierig, bis in jedes Rathaus zu dringen. Aber wir probieren das auf jeden Fall. Wir versuchen Lobbyarbeit zu machen, damit klar ist, Vereine schaffen bis zu einem gewissen Punkt, kriegen die Dinge hin. Wenn es dann aber überproportional Geld kostet, dann ist eben Ende der Fahnenstange erreicht und dann brauchen die Support. Auch für den DFB und seinen Präsidenten Bernd Neuendorf ist der FC Internationale ein Vorzeigeklub. Viele Ideen des Vereins sind in eine neue DFB-Website zum Klimaschutz eingeflossen. Mit dieser Seite will man den Vereinen Hilfestellung geben. An seinem neuen Campus hat der DFB eine große Abteilung zum Thema Nachhaltigkeit aufgebaut. Doch hier weiß man auch, nachhaltig handelnde Vereine wie Internationale sind die Ausnahme. Noch jedenfalls. Die Häufigkeit, in der du auf das Thema Nachhaltigkeit angesprochen wurdest, hat sich in den letzten 3 Jahren deutlich erhöht. Also im Prinzip bei jedem zweiten Vereinsbesuch wirst du auf ein Thema, was mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun hat, angesprochen.
Das Beispiel Internationale zeigt, es sind die vielen kleinen Aktionen, die in Summe helfen, nachhaltiger zu werden. Sozial, ökologisch und ökonomisch. Dinge, die jeder Club tun kann, angefangen bei der Mülltrennung. Inter verzichtet zudem auf das Geld von Sponsoren. Alle Teams spielen mit No Racism auf der Brust. Der Club bezieht Ökostrom und kickt mit Fairtrade-Bällen. Solche Ideen entstehen in einer Vereins-AG Nachhaltigkeit, die Anton Kliszewski nach seinem Sportmanagement-Studium 2020 gegründet hat. Er legt bei seiner Arbeit Wert auf viele Details. Wie die Wildblumenwiese vor dem Vereinshaus. Na, Ute, moin. Guten Morgen. Was machst du hier Schönes? Ich lockere die Erde auf. Und man glaubt, für Blüte ist richtig schön? 2-3 Monate dauert das noch. Und dann in 1-2 Monaten surren hier auch die Bienen wahrscheinlich richtig, rum. Richtig, genau. Die vielen Insekten. Kleine Aktionen, große Motivation. Ein Weg, den auch andere gehen könnten. Also erstmal müssen die Vereine überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, wie fange ich mal an. Und das Thema Nachhaltigkeit ist so breit und so komplex, dass man dann irgendwann leicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Also überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, womit ich beginne, was ich mir für Ziele vornehmen kann, was ist realistisch, was schaffe ich überhaupt als Verein. Stefan Wagner ist Nachhaltigkeitsbeauftragter der TSG 1899 Hoffenheim. Er hat zudem den Verein Sports for Future initiiert. Ein Netzwerk aus Sportlern, Vereinen, Verbänden mit bereits 500 Mitgliedern. Ich glaube, dass es ungeheuer wichtig ist, dass wir den Sport als Ganzes, als ja auch Transporteur für gesellschaftliche Themen bei so einer wichtigen Frage wie der Klimakrise an Bord bekommen. Wagner und sein Netzwerk wollen an der Basis in den Sportvereinen helfen. Aktuell entwickeln sie einen Rechner, mit dem Vereine kostenlos ihren CO2-Abdruck berechnen können. Es geht ja um Achtsamkeit mit dem Thema. Und wenn ich meinen Fußabdruck kenne und weiß, wo liegen meine größten Handlungsfelder, mein größter Hebel, dann kann ich mich auch fokussieren. Sonst steht man vor einem riesengroßen, irgendwie auch theoretischen Konstrukt, Fußabdruck eines Fußabdrucks. Und dann da loszulegen, ist einfach nicht so einfach. Der FC Inter ist da schon deutlich weiter. Hier heizen sie die Duschen der städtischen Anlage schon seit 12 Jahren so, wie es mittlerweile die Politik einfordert. Mit Erdwärme. Wir haben natürlich auch einfach uns eingebracht und gesagt, Mensch, dann lass uns auch gucken, dass wir, was Energie angeht, gleich ein bisschen moderner werden. Es war uns natürlich auch wichtig, dass wir versuchen, hier mit sauberer Energie zu arbeiten und das zu nutzen, was geht. Also sprich, die Sonne oben auf dem Dach, die Erdwärme unten im Boden. Nicht locker lassen. Das bewährte sich auch beim Bau dieses neuen Kunstrasenplatzes, der zweiten Spielstätte von Inter. Der Platz gilt als der nachhaltigste in Berlin. Und das nur, weil der FC Internationale dafür gekämpft hat, dass die Grundlage ein nachwachsendes Material ist. Kork. Und natürlich ist eigentlich Altreifen, auch Plastik-Infill, sollte verboten sein. Also das schwemmt natürlich in die Kanalisation. Wenn wie auf diesem Platz Kork in die Kanalisation schwemmt, ist das nicht schlimm. Und nach längeren Diskussionen haben wir uns damit dann auch durchgesetzt, weil auch hier im Bezirk uns gesagt wurde, ja, wir sehen ja auch die ökologischen Vorteile. Und dann wurde der Platz bestellt und tatsächlich wurde wieder der alte Gummiplatz bestellt, wie sonst auch überall. Internationale machte öffentlich Wirbel. Es folgte eine neue Ausschreibung. Sie mussten 2 Jahre länger auf den neuen Platz warten. Aber die Beharrlichkeit hat sich wieder ausgezahlt. Diese Hartnäckigkeit wollen sie auch in andere Vereine tragen. Anton Kliszewski besucht heute Polar Pinguin, einen anderen Berliner Verein. Im Gepäck praktische Tipps für eine ganz frische Clubführung. Noah Funk ist Geschäftsführer, Jakob Drügemöller Nachhaltigkeitsbeauftragter. Wo habt ihr denn angefangen? Ich sehe gerade so einen Becher bei dir in der Hand, da steht drauf Forza Polar. Vielleicht kannst du mal erklären, ist das schon der erste Teil eurer Nachhaltigkeitsstrategie? Genau, ja. Also wir sind dabei, das so Stück für Stück anzugehen, das Thema, und hatten jetzt auf Initiative unserer Ultra-Gruppierung, die wir im Verein haben, das hier als erstes Projekt, dass wir einen nachhaltigen Becher eingeführt haben, den man mehrfach verwenden kann, um genau gegen diese Plastikflut irgendwie anzugehen, die rund um so einen Spieltag entsteht und dem wir irgendwie entgegentreten möchten. Auch bei Polar Pinguin haben sie schon erste nachhaltige Zeichen gesetzt.
So tragen sie unter anderem Pro Asyl auf dem Trikot. Auch eine Nachhaltigkeits-AG gründen sie gerade. Doch der Club braucht Hilfe, wenn er weiterkommen will. Ganz klar, dass man am Anfang erstmal gar nicht so richtig weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Und da sind Hilfestellungen von Verbänden, von anderen Vereinen natürlich super wichtig. Und auch wenn es um die Finanzierung geht, ist es natürlich schon so, dass es einfach Geld kostet, Nachhaltigkeit umzusetzen. Immer wieder kritisiert der FC Internationale den DFB. Er sei zu weit weg von der Amateurbasis, auch in Sachen Klimaschutz. Nun soll die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land das Thema in den Fokus rücken. Der DFB, aufgefordert von der Bundesregierung, das Turnier klimaneutral zu gestalten, verspricht eine nachhaltige EM. Und das soll auch an der Basis wirken. Unsere Idee ist ja, über die Europameisterschaft den Gedanken Klimaschutz im Amateurfußball zu transportieren. Ich würde mir wünschen, dass die Nationalspieler zum Beispiel, die viel, viel Geld verdienen, ihre Verantwortung wahrnehmen und sagen, ich werde Klimabotschafter. Klimabotschafter Joshua Kimmich oder vielleicht Sozialbotschafter Füllkrug oder. Es gibt so viele Beispiele und ich glaube tatsächlich, dass der Profifußball mit seiner ganzen Strahlkraft, die er ja immer noch hat, einfach auch seine Rolle wahrnehmen muss. In Berlin übernimmt der FC Internationale so lange die Rolle des Vorreiters. Selbst Vereinsfeste sehen hier anders aus. Der Verein veranstaltet regelmäßig Nachhaltigkeitstage. Ein zentraler Punkt: Kleidertausch-Events. Dafür gibt es sogar eine eigene Währung. Swap-Hits, von Englisch tauschen. Kaputte Kleidung wird in einer Werkstatt geflickt. Aus alten Sachen werden neue gemacht. Aus kaputten Stutzen und Trikots wird so mal schnell ein neues Top. Lea Gleisberg organisiert das Event. Auch sie gehört der AG Nachhaltigkeit an. Manche Sachen sehen echt fast ungebraucht aus, ne? Also die sehen wie neu aus. Ja, vor allem bei den Kindern, weil die halt ständig rauswachsen. Also im Prinzip ist es ja so, dass das nachhaltigste Kleidungsstück immer das ist, was wir bereits besitzen und eben nicht neu gekauft werden muss und nicht für uns neu produziert werden muss. Und genau das können wir eben mit den Kleidertausch-Events ermöglichen, dass Leute ihre Kleidung abgeben können und dafür andere Kleidung mitnehmen können. Und dadurch wird auch Geld gespart, es werden Ressourcen gespart und so viel Neues brauchen wir eigentlich auch gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Konsequent zu Ende gedacht, betrifft das auch Merchandising und Spielkleidung. Im Fanshop des FC Internationale immer mehr Bio- und Fairtrade-Produkte. Wenn Polyester, dann recycelt. Anton Kliszewski hat sich ein Netzwerk aus Produzenten aufgebaut, die auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit achten. Doch um die Trikots gibt es Diskussionen. Der Verein hat einen Ausrüstervertrag, der ihm viel Geld bringt. Soll man darauf nun verzichten? Bisher war der FC Inter im Glauben, mit Trikots aus recyceltem Plastik auf dem besten Weg zu sein. Doch neueste Untersuchungen haben ergeben, das Plastik wäscht sich bei bestimmten Modellen raus. Und da sind oft Dumpinglöhne bei der Herstellung und lange Lieferwege. Internationale sucht nun nach Alternativen. Fairtrade-Trikots. Ich habe jetzt mal hier so einen Prototypen mitgebracht, den ihr euch mal anschauen könnt. Einmal Trikot und einmal Hose. Ach, das ist die Hose, ja. Okay. Ja, jetzt auch hier wieder kann man fühlen, kein großer Unterschied, ist aber vorne hier recycelter Polyester, der auch in Spanien hergestellt wurde und dann in Portugal verarbeitet wurde. Im Vergleich jetzt zu den, sag ich mal, herkömmlichen Trikotsätzen, die wir bislang haben, deutlich näher dran an Deutschland. Das wird wahrscheinlich Richtung China, Bangladesch, Südostasien auch unter Arbeitsbedingungen hergestellt worden sein, die wir nicht wirklich überblicken können. Der Schatzmeister wird natürlich sagen, ist auch eine Frage des Preises und das müssen wir sicherlich auch sehen, ob man sowas überhaupt kompensieren kann, weil ich meine, nochmal die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen im nächsten Jahr wird sicherlich nicht so einfach werden. Nicht so einfach ist es auch mit dem Catering im Verein. Wir haben mal versucht, zwei Biersorten auszutauschen gegen regionale Biere. Das war die heißeste Debatte, die ich hatte in 20 Jahren Inter. Ihr Getränkeangebot haben sie beim FC Inter bereits zu 80% auf Bio umgestellt. Auch andere Zutaten sind Bio. Und es gibt vegetarische Wraps. Aber eben auch noch Sucuk und Bratwurst. Weil es den Mitgliedern schmeckt. Wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel überstülpen über die Vereinsmitglieder, sondern auch mit ihnen ins Gespräch kommen. Aber das ist natürlich ein Problem. Wir als nachhaltig zertifizierter Verein, der noch extrem viel Fleisch anbietet, dieser Diskussion müssen wir uns stellen. Und ich glaube, es ist einfach noch eine längere Reise, die wir gehen müssen, auch mit den Mitgliedern zusammen. Denn perfekt sind wir natürlich noch lange nicht.
Der FC Internationale. In vielen Dingen ein ganz normaler Verein. Aber in Sachen Nachhaltigkeit ein Vorzeigeklub. Der verstanden hat, dass auch der Fußball seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten muss.